Herrschaften, wir sind zwei Bergfinken und sind heute mal zu Haus. Wir probieren Rezepte für Heißgetränke aus. Ich gieße ein und ich trinke sie dann aus. Wo was fehlt, mixt man was dran. Dann trink mal ein Bordläschen und der Abend wird sehr lang. Der Glühwein und seine Verwandten. Folge 1. Der Glöck. Ein wohlschmeckendes Heißgetränk zu der kalten Jahreszeit ist der Glöck. Die Zutaten dazu: Rotwein, Rum, süße Mandeln, Rosinen, Zimtstange und Nelke und geschnitten dann eine Ingwerwurzel. Und das ist das Rezept. Seit vielen Jahrhunderten ist dieses Heißgetränk der Glöck in Skandinavien bzw. in Schweden eines der beliebtesten Heißgetränke. Zu diesem Rotwein mit Rum, der heiß gemacht worden ist, serviert man süße Mandeln und Rosinen. Bei der Zubereitung ohne Zucker, die Süße kommt von den Mandeln und Rosinen. Zum Wohl! Skål! Prost! 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 Ich bin da und ich will leben, dass ich meine Zeit genieße, wie es der alte Adam eben tat im Paradies. Will gebratene Sperlinge ins Maul und auf Rosenbetten schlafen faul. Einem Schatz nehme ich am Busen Graul. Will Lieder singen, Polka tanzen, torkeln wie ein Gaul. Will beim Glas den Tag beenden und beim Mädchen wachen auf. Nur Ermattung in den Lenden bremset meinen Lauf. Grinse, Fredmann, wenn du eilig dieses Jammertal durchstrabst, Venus sei dem Herzen heilig, Bacchus, Kehlenpapst. Tadelt jemand meine Saufereien, so wünsche ich ihm die glühende Hölle in den Hals hinein. Und ins Feld in Chloris weißes Bein, so soll er ein verschrumpelter Kapauen für immer sein. Feiert Klaus! Die Lebensfeier schreit hoch wie Watt und Hick, bis des Todes Nebelschleier trübet unseren Blick. Elangos, jung Hopfer, dralalalalalé, Elangos, jung Hopfer, dralalalé, auf den Summ in der Hellantor, an Halloween der Halbanfor, Elangos. Gut, Jul! Übrigens, wir waren heute 2G. Der Gerd und sein Gehilfe.